Guten Morgen, liebe Community, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist ein Tag voller Stress und wir machen heute etwas, worauf auch viele gewartet haben. Wir spielen mit der PlayStation VR Resident Evil 7 im Studio mit dem Ben, mit dem Kevin, mit dem Patrick. Und ja, dann haben wir noch Talking Games mit tollen Gästen. Eine Person kennt ihr wahrscheinlich sogar von The Voice of Germany. Lasst euch damit überraschen. Und dieses Video dreht sich heute um ein Thema, welches wirklich sehr wichtig ist, denn ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit. Heute ist super viel Stress. Ich bin jetzt gleich, ich bin zu schnell gefahren. Ich muss jetzt gleich erstmal zustimmen, dass ich zu schnell gefahren bin. Dann muss ich noch alles einpacken. Wir haben gerade 9.46 Uhr und ich muss in exakt 14 Minuten im Studio sein. Niemals machbar, dass ich noch tanken gehen muss. Dann im Studio ist heute richtig die Kacke am Dampfen. Wir haben so viele Videos, die wir heute produzieren müssen, da wir auch sehr viele Gäste haben und so weiter. Deswegen heute mega viel Stress, aber ich wollte euch das einfach mal zeigen, wie so ein Tag aussieht. Und am Schluss habe ich noch eine schöne Aktion, wo ihr mal mitmachen könnt. Also unbedingt reingucken, und ich würde jetzt auch mal sagen, los geht's ab ins Studio. Mega Stau hier, ja, ihr seht schon, hier ist alles rot bei Hürth, da wo unser Studio ist. Alter Schwede, ein Traum. Ja, wie sieht's denn hier aus? Hallo Maria, lange hat man dich nicht mehr gesehen, wink doch mal. Fladdy, wie geht's dir? Fladdy lässt sich jetzt ein Bart wachsen. Ja. Was? Wundervoll, ich bin jetzt 10 Jahre älter. Ja. Bist du erst Geburtstag gehabt, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Fladdy. Echt, wann? Samstag. So. Ich bin stolz im 19 jetzt. Ben, wie sieht's bei dir aus? Du siehst so vertieft aus. Oh, das sieht nicht gut aus. Dann haben wir hier noch den Sascha. Der wollte nicht gefilmt werden, aber... Ey Leute, guckt, geht mal auf Taros seinen Kanal, guckt mal seinen Kommentaros an. Der kann rappen, Alter. Das ist kein Witz. Mach mal einen Freestyle-Rap schnell, Sascha. Komm, jetzt 3, 2, 1, PlayNation Battle, los. Ich habe keine Lust. Ja, das war's. Jetzt das nächste große Problem. Die Kameras funktionieren nicht mehr und der Stress geht natürlich weiter. Wir müssen daher heute ein Battle streichen. Ich kann euch mal die Dispo zeigen von dem ganzen Drehtag heute. Das ist wirklich super viel. Wenn wir mal hier gucken, wir haben heute hier einmal, das haben wir hier schon gedreht. Das haben wir schon gedreht. Dann haben wir die Top-List, müssen wir noch machen. Mach Fuck You haben wir auch schon. Ne, wollen wir jetzt gleich drehen. Dann haben wir noch PlayNation Feedback, also Kommentare von euch vorlesen. Unboxing, Mittag, Talking Games, PlayNation Battle, PlayNation Battle. Und ihr seht schon, das Ganze soll bis 18 Uhr gehen, von 10 Uhr an. Ja, ein ganz normaler Arbeitstag. Aber man muss dazu bedenken, das wird niemals so funktionieren, weil wir noch so viel Stress haben. Und das ist schon der Wahnsinn. Und jetzt sind auch noch die Kameras irgendwie verstellt gewesen. Man weiß auch nie, was da los ist im Studio. Ja, aber so ist das nun mal ab und zu. Und wir werden jetzt gleich noch was lecker essen gehen, ein Päuschen machen und peace. Ben, die Kamera funktionieren jetzt wieder. Hier sieht man es ja mal. Bisschen, ja. Da auch unser Kameramann. Winkt doch mal. Hallo. So, und hier der ganze Kram am Start. Wir machen jetzt eine neue Ausgabe hier mal Fuck You zum Thema Curve TV. Aber man muss ganz ehrlich sagen, heute ist echt der Wurm drin. Wir haben wirklich mega viel Stress. Stress ist nie gut, Leute. Ne, Ben? Ich schräg mir nicht auf. Okay, Leute, wir nehmen jetzt Talking Games auf. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir haben tolle Gäste. Und Ben. Hey, hey, ja. Hey. So, und das Coole ist, die Dame kennt ihr wahrscheinlich. Ja, wie heißt du nochmal? Lara. Lara. Und was hast du denn gemacht? Woher sollte man dich denn kennen? Oh Gott, was habe ich gemacht? Ich bin Synchronsprecherin. Ja. Ich war bei The Voice of Germany. Ja. Ich bin Moderatorin. Moderatorin. Bei? Und Streamerin. Bei Rocket Beans. Rocket Game Beans. Two. Game 2. Ja. Ja, und ich streame. Du streamst. Auf Twitch. Wie heißt dein Stream-Kanal? Lara Loft. Lara Loft. Und du hast auch jetzt ein Hitman-Video gedreht, richtig? Und ich mag Hitman sehr. Ja, cool. Bis heute. Ne, Spaß. Was? Spaß, ne, war ein Scherz. Ne, war ein wirklich sehr cooles Video. Cool, danke. Fand ich sehr cool. So, und ihr, ja, euch dürfte man auch indirekt kennen, sogar auf meinem YouTube-Kanal. Euch wird man bestimmt schon mal gehört haben, denn die Jungs sind Synchronsprecher, ja, unter anderem im Battlefield 1, im Multiplayer-Modus, aber auch im Singleplayer-Modus. Und wir machen jetzt einen Test, mal gucken, ob ihr es wiedererkennt. Schreibt doch mal Granate. Achtung, Granate! Vorsicht, Granate! lass mich überlegen, ne, hab ich nie wiedererkannt. Ne, Spaß. Und Ben, ja? So, Ben, das war ja deine Idee, dieses Thema zu machen, ne? Ja, bist du denn heiß wie Frittenfett heute? Ja? Wir übersteuern gar nicht. Was? Leicht übersteuern, aber ganz gut. Egal. So, und wir haben jetzt hier unser Factsheet. Ihr seht es schon, liebe Freunde, da stehen die ganzen Sachen drauf. Der Ben hat super Fragen gestellt. Zum Beispiel. Ja, sehr schöne Fragen, ja. Und hier natürlich noch die ganzen Synchronsprecher. Lara Loft steht hier zum Beispiel, Piper in Fallout 4, Sombra in Overwatch und in Rainbow Six, das ist auch was gesprochen, ja, ne? Ja, Rainbow Six spielen wir auch sehr viel. Und Tatsache,
was sagst du denn in Rainbow Six zum Beispiel? So, worauf sollte man da achten? Also was sagt denn, Hibana ist es, ne? Ja, Hibana. Ja. Und was hat Hibana nochmal für eine Klasse? Und zwar diese Waffe, wo du mit durchschießen kannst, ne? Und zwar, hast du Rainbow Six überhaupt gespielt? Nein. Schön. Alles andere. Ich dachte, du sagst es ja auch, also... Ja, ich sag, nee. Aber du weißt, was sie macht. Ja, ja. Was denn? Weiß ich nicht mehr. Ja. Nee. Das ist ehrlich gesagt schon ein bisschen her, dass ich das gesprochen habe. Das war, glaube ich, im Sommer letzten Jahres. Echt? Krass, so lange, ja. So alt ist es gar nicht, ne? Ben, nee, man kann das aber raus. Es ist schon ein bisschen vorher schon lokalisiert worden. Ja. Und wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also jetzt nicht nur Rainbow Six, sondern generell das inklusive? Generell? Ich wollte das schon immer machen. Ja. Ich habe halt früher auch Theater gespielt und bin dann irgendwie mal in so ein Casting reingerutscht und habe dann eine Computerspielrolle bekommen und seitdem mache ich das immer. Was war das für eine Rolle? Meine allererste Computerspielrolle war Bloodborne. Ach krass. Die Puppe in Bloodborne habe ich gesprochen und The Order 1886. Ach, für Sony? PlayStation? Ja, oder kam, genau, kam der Order genau, nicht auf im PC? Genau. Ich weiß es gar nicht. Die Order war PlayStation exklusiv und Bloodborne auch. Ja, krass. Ja. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Und ihr seid nur dann Battlefield. Fallout schon. Leider nur, aber auch andere Spiele. Nein, die Jungs, die haben auch andere Spiele-Titel. Titanfall zum Beispiel, ne? Und man muss sagen, es ist wirklich toll, dass die alle hier sind. Ben. Und wir finden das auch immer cool, wenn wir uns Gäste einladen können und die auch wirklich dann Ahnung haben von dem, was sie sagen. Und Ben, ne? Aber der Ben hat ja immer super viel Ahnung, ne? Ich bin ja auch Synchronsprecher, ne? Ja? Planation.de. Ja? Mhm. Ich habe tatsächlich mal einen Fernsehspot synchronisiert, Ben. Wissen aber leider nicht viele. Ja. Welchen denn? Ist egal. 5 Minuten angesessen, aber ich war sehr nervös. Nicht zu viel spoilern jetzt, ne? Ja. Scheiße, Leute. Also diese Ausgabe, ich sage euch, wann sie kommt, die kommt nicht diesen Sonntag, sondern den darauf, weil diesen Sonntag kommt eine Aufzeichnung von Resident Evil. Da bist du auch dabei, ne? Ja. Geil. So, dann spielen wir Resident Evil. Und das Problem ist jedoch, wir wollten eigentlich Resident Evil im VR spielen. Hätte der Patrick die Kamera nicht vergessen, ne? Natürlich. Ne, ich habe leider die Kamera vergessen von der PlayStation VR, aber wir spielen das einfach so. Und mit dabei ist auch noch gleich der Herr Currywurst, der Kevin. Ihr seid auch gerne eingeladen, wenn ihr wollt, Jungs, ne? Können alles machen, was ihr wollen. Ja, Ben ist auch dabei, alle sind dabei. Und deswegen, Leute, aber man muss trotzdem sagen, wir sind mega hinter der Zeit. Wir haben gerade, ich zeige euch mal die Uhrzeit. Patrick, wann sollten wir das jetzt gerade hier aufnehmen? Ich sollte jetzt schon zu Hause sitzen. Ja, 14.44 Uhr haben wir. Wir müssen im Flugmodus, ihr seht schon. Ja, und ich habe euch gesagt, dass wir haben jetzt ganz viele kleine Formate gemacht. Und jetzt eben Talking Games. Viel Spaß, Leute. Guckt euch unbedingt an übernächsten Sonntag und diesen Sonntag Resident Evil, ne? Wenn nicht? Samstag, siehst du. Samstag kommt das. So, die Hütte ist komplett voll. Er ist inzwischen auch da. So, a little short trailer. So, und ihr seht schon, ein paar Leute verlassen das Schlachtfeld, denn jetzt spielen wir Resident Evil 7 für die PlayStation 4 hier im Studio. Ja, Maria ist bereit. Lade ich bestimmt nochmal ein. Ja. So, seid ihr, bist du bereit für Resident Evil? Ja, klar. Wir haben gerade das Thema Synchronsprecher bei Talking Games. Wir synchronisieren jetzt auch selber nach. Ja, genau, wir haben große Pläne. Sag mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Ja. Achtung, Granate! So, Patrick, bist du bereit? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich mega auf deine Reaktion. Vor allem. Wann kommt das Spiel denn raus? Hä? Wann kommt denn die Folge raus? Mein Gott, ich brauche Feiern. Am Samstag schon. So, ich bin sehr gespannt. Ich habe Resident Evil noch nicht einmal gespielt. Wir würden eigentlich gerne in VR spielen, aber ich habe die Kamera zu Hause vergessen. Deswegen können wir es leider nicht machen. Das ist super ärgerlich. Aber nun ja, mal schauen. Ne, André? So, du hast das letzte Wort für erstmal. Danke. André, was machst du eigentlich bei PlayNation? Was mache ich? Ich schreibe und bin bei PlayNation TV für die Kommentare zuständig. Und du suchst immer die Kommentare für PlayNation Feedback raus? Ja, genau. Kevin, du sagst, Resident Evil wird richtig gefährlich, oder was? Ja. So. Hat das dein Hashtag? Dennis spielt halt Resident Evil. Du hoffst jetzt darauf, dass wir spoilern, ne? Aber ich hoffe, dass Dennis stirbt dabei. Machen wir nicht. Maria, warum spielst du denn, warum sitzt du denn ganz alleine hier, Maria? Lass mich alle in Ruhe. So, aber das Tolle ist, du hast ja auch eine, hast du gesagt, du hast da was synchronisiert. Ja. Was denn? Ein Charakter. Ein Charakter? Nein. Doch sag mal ruhig welcher. Ich bin auch jetzt begeistert. Ja, so viele kommen da ja gar nicht in Frage eigentlich. Evelyn. Das Mädchen. Wer Spoiler. Kennt sie nicht? So, The Ring-mäßig. Jetzt hast du gespoilert. Wie weit bist jetzt du denn? Wirklich gespoilert. Nein, ja, ich war, dann, ich war bei dir noch. Okay, wir sind fertig heute mit dem Dreh. Wir haben gerade noch Resident Evil gespielt. Boah, Leute, das könnt ihr am Samstag um 17 Uhr sehen. Richtig krass. Leute, danke fürs Zusehen, fürs Erste. Ich habe gleich noch ein Anliegen an euch, das ist noch wichtig. Also bleibt dran. Das war's aber heute aus dem Studio erstmal. Wirklich ein sehr stressiger Tag und ich bin jetzt froh, dass ich das hinter mir habe, weil wir haben jetzt 18 Uhr, wir haben bis gerade gedreht und eigentlich müssten wir noch 3 weitere Videos drehen, aber schaffen wir heute zeitlich nicht mehr, was ein bisschen schade ist. Aber so ist es nun mal. Jetzt 20.24 Uhr, der Tag ist fast vorbei. Wir hatten heute mega viel Stress.
Denn wir mussten jetzt auch 3 Videos ausfallen lassen, also mit der Produktion. Die müssen wir dann nächste Woche nachholen. Das heißt, der Stress zieht sich nach und dann hat man Deadlines und so weiter. Und ich habe ja heute Morgen schon gesagt, also zu Beginn dieses Vlogs, dass es so ist, dass viele von euch ja auch Stress haben. Wir haben jetzt beruflich Stress, aber viele von euch haben ja Stress durch die Arbeit oder auch vielleicht, weil ihr studiert, ein Studium nachgeht oder weil ihr zur Schule geht. Und das Problem dort ist natürlich, wir kennen es alle, ihr Prüfungsstress. Ja, bald steht eine Prüfung an und ihr müsst lernen, 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 damit ihr das nämlich hinkriegt. Und ich habe eine Anfrage bekommen, die ich euch ein bisschen näher bringen wollte, und zwar zu deinmasterplan.de. Das ist eine Plattform. Dort könnt ihr sozusagen euren Lernstress minimieren oder zumindest, wie soll man sagen, optimieren. Ihr könnt vorbeischauen, da gibt es so eine Art Formular, da klickt ihr drauf, macht mit und dann könnt ihr schauen, wie es denn bei euch so aussieht und welche Tipps ihr kriegt. Und dieses System werden wir ein bisschen nachfolgen, weil ich möchte euch mal so ein bisschen erklären, wie das bei mir persönlich war, ja, wie ich das immer gemacht habe, als ich selber zur Schule gegangen bin, als ich selber da Stress hatte und so. Man kennt das ja kurz davor, oh mein Gott, kriege ich alles in meinen Kopf rein und so, wie kann ich das am besten machen, oh mein Gott, wie kann ich mir alles merken, verpasse ich was oder sowas. Und da kann man dann wirklich anonym, gibt man seine Antworten ein, wie man was findet und dann geht's los. Die Domain ist deinmasterplan.de, da könnt ihr draufgehen. Ich habe euch das unter dem Video mal verlinkt. Und wir machen den Test jetzt gleich mal live selber. Aber ich wollte mich einfach nochmal bei euch bedanken dafür, dass ihr heute den ganzen Tag begleitet habt. Wirklich, ich bin ein bisschen K.O. und es ist so, bei mir ist es so ein bisschen anderer Stress als bei euch, weil bei uns ist es so zeitlicher Stress. Wobei man sagen muss, wenn man lernen muss und so weiter, ist natürlich auch so, aber wir müssen ja mal die Videos abliefern und so weiter. Ihr natürlich auch, wenn ihr Prüfungen schreibt und so weiter, dann ist es eigentlich doch gar nicht so anders, oder? Wir sind doch sehr ähnlich in dieser Problematik selber drin. Also ihr habt in dem Fall Stress in der Schule, Stress beim Studium, weil ihr bald Prüfungen schreibt oder sonst was, wo noch ganz viel euren Kopf reinkriegen müsst. Bei mir ist es so, zeitlicher Druck, ne? Den gibt es ja auch. Wenn die Prüfung ansteht, muss man gucken, dass man es hinkriegt. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie das so bei euch ist, wie ihr euch am besten selber darauf vorbereitet. Also ist das so, dass ihr dann frühzeitig anfangt zu lernen, trefft ihr euch mit euren Freunden und macht das dann? Oder seid ihr auch jemand, der da ziemlich lange mit wartet und das auf den letzten Drücker macht, was eigentlich natürlich nicht gut ist? Aber wir machen jetzt mal den Test und dann gucken wir mal. So, das ist jetzt hier die Seite deinmasterplan.de. Abschluss statt Abschuss. Du möchtest Lernstress oder Prüfungsangst bewältigen. Die Motivation für dein Studium ist verschwunden. Du kämpfst mit Schreibblockaden oder hast Zweifel an deinem Studium. Dann hilft dir dein Masterplan weiter. Genau, das hier ist diese Internetseite, wo ich euch erzählt habe. Ja? Und ihr seht schon, ich habe das jetzt hier mal geöffnet, den Studi-Stresstest. Die könnt ihr einfach hier anklicken und öffnet sich dann. Oder Online-Beratung, gibt es natürlich auch hier Informationen oder eben Tipps. Ne? Konzentrationsstörungen, Lernstress und so weiter, könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Ziemlich cool, oder Problemlöser, alles ja am Start. Aber wir machen einfach mal so den Studi-Stresstest, einfach mal selber zu gucken, wie das ist. Und ich kann euch dann so ein bisschen persönlich was sagen. Ich münze das jetzt mal ein bisschen auf meine Schule ab. Weil man kann das auch machen natürlich, wenn man in der Schule Stress hat oder eben beim Studium. So, mit welcher der folgenden Probleme bist du aktuell in deinem Studium konfrontiert? Mein Studium allgemein stresst mich. Ich weiß nicht, wie ich das erforderliche Arbeitspensum schaffen kann. Es fällt mir schwer, mich auf meine Aufgaben zu konzentrieren. Ich bekomme den Lernstoff einfach nicht in meinem Kopf. Das Schreiben gelingt mir nicht so, wie ich will. Studienbezogene Aufgaben schiebe ich sehr lange vor mir her. Ich kann mich kaum motivieren, etwas für mein Studium zu tun. Ich weiß nicht, ob ich mein Studium fortführen soll. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Abschluss meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Meine Prüfungsangst macht mir zu schaffen. Ich habe Angst, Präsentationen bzw. Referate zu halten oder keine der hier angenannten Belastungen trifft auf mich zu. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bekomme den Lernstoff einfach nicht in meinen Kopf. Das habe ich sehr häufig. Nee, das nicht. Das ist auch tatsächlich bei mir immer so ein Problem gewesen. Und Prüfungsangst, ich weiß nicht, ob ich Prüfungsangst immer hatte. Ja, aber, ja, okay, ich mach einfach mal weiter. So, dann könnt ihr natürlich weitermachen. Hast du in der letzten Zeit Substanzen genutzt, um besser im Studium klarzukommen oder bestimmte Studienaufgaben besser zu meistern? Ja, ich habe alles benutzt. Hier, Kokain, Cannabis, alles. Nee, ich habe tatsächlich gar nichts benutzt. Ja, Koffein, aber das steht hier nicht. Ne? Aber ihr könnt das natürlich komplett anonym machen. Also wenn ihr hier was angehen wollt, könnt ihr es anonym machen. Das ist komplett euch überlassen.
und hilft euch, weil ihr das dann hinterher sehen könnt. Und dann könnt ihr das jetzt auch eine Skala hier machen und so weiter, ne? Wie stark und so weiter. Macht doch mal den Test und schreibt doch mal in die Kommentare, wie weit ihr da gekommen seid. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Und am Schluss bekommt ihr eben eine Auswertung. So, das war's dann auch schon. Ja, also war ziemlich spannend. Und ich muss natürlich mal gucken, was ich angebe. Aber es freut mich, dass ihr heute dabei wart. Und ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß gehabt mit diesem Vlog. Und checkt unbedingt deinenmasterplan.de aus. Habe ich, wie gesagt, unter diesem Video verlinkt. Ist komplett kostenlos. Und da könnt ihr einen Blick drauf werfen. Und macht auch für einen selber Spaß, weil man dadurch Sachen optimieren kann. Und vielleicht auch ein bisschen besser an Sachen rangehen kann. Vor allem, wenn man Prüfungsstress hat oder sonst was. Ziemlich cool. Und wir werden dann jetzt auch heute mal, ich werde jetzt gleich ins Bettchen gehen. Ja, 20.27 Uhr, also wirklich ein langer Tag hinter mir. Und ich muss ehrlich sagen, heute war es richtig vollgepackt mit vielen Sachen, die das Leben leichter machen. In diesem Sinne, macht's gut, Leute. Danke fürs Zusehen. Den nächsten Video gibt es dann in Kürze und schaut euch unbedingt den Trip aus Paris an. Da gibt es auch was. Und wenn wir bald Reisen machen, gibt es natürlich auch wieder neue Videos. Ich finde es cool, dass ihr euer Feedback in die Kommentare schreibt und dass ihr so Spaß damit habt. Bis dahin.